Hallöchen, Popöchen, meine Damen und Herren, hier ist wieder eure Hörsturz-Crew, da habt ihr euch doch drauf gefreut und wir stehen aus Wodan. Hi, grüßt euch. Serendipity. Hallo, ihr Lieben. Guten Tag. Und das war's. So, dann... Ja, weiter. Nee, wir haben hier noch 2 Minuten, bis das Fleisch fertig ist. Sie will nichts vergammeln lassen, ne? Ja, wollt ihr die 30 Fleischstücke hier liegen lassen? Nein, nehmen wir mit. Aber 31. Aber wir riechen doch so streng. Machen wir eh, weil wir nicht duschen. Ja, das ist Apokalypse, mein Gott. Mann, eine Woche dieselben Klamotten an. Ja. Kann ich halt immer irgendwie Hygiene und so. Geht nicht kann immer. Kann man nicht. Geht nicht immer. Jetzt lass mal die Frau da oben, gell, alleine. Ja, ich guck mir hier das Fleisch an, wie das fertig brät. Komm, nimm's raus. Es sterben Dinge. Ob du es jetzt roh oder gebraten mitnimmst, ist doch egal. Wie soll ich denn das roh? Achso. Abbrechen einfach. Jo, alles klar. Nimmst du den Topf mit? Okay. Jo. So macht Wodan übrigens seine Kills. Ja, glaub mir meine. Absolut. Meine Fackel. Ich meine vergessen. Persönliche Fackel. Wie ist hier unten deine Fackel? Klar. Schwierig. Gehen wir weiter? Jo. Eine gute Idee, damit wir zur Horde wieder zu Hause sind, ne? Ja. Jo. Genau. Nicht, dass sie hier kommen. Was ist denn eigentlich, wenn man hier so... Passiert nichts. Wann das? Baumfeld! Haus kaputt. Ich glaube, da wahrscheinlich nicht. Ist hier eine Sackgasse? Hört der Weg hier auf? Guck, man kann schweben. Der Weg hört auf. Nee, da ist einfach nur eine kleine Ebene. Ach, der geht nach rechts rum. Schwierig. Meine Tour ist jetzt schon wieder keine Ausdauer. Also diese komischen Abstufungen, da sind schwierig, ne? Ja. Sind echt sehr schwierig, ja. Ja. Boah, wie, der geht nach rechts? Wo? Hier geht... Ach doch, da. Ja. Merkwürdiger Scheiß. Hier. Ach, geh mich da am Arsch. Also dieser neue Landschaftsgenerator ist vielleicht von dem nicht hügeligen oder sowas oder nicht Krater besser, aber der Rest ist doch Bullshit. Bullshit ist vielleicht ein bisschen hart. Nee, ich finde das Bullshit. Ich finde das echt... Ich wollte nur... Nee, ist gut. Okay. Ich meine, wir spielen jetzt 7 Days to Die schon so lange und in so vielen Versionen und klar sind die Neuerungen gut, aber ich finde trotzdem, dass da haben sie irgendwie einen Bock mitgeschossen. Weißt du? Ich finde jetzt irgendwie das nicht so geil, so langfristig gesehen. Also so viel Fehler und dann auch nach Version 13 irgendwas. So, jetzt ist die Entscheidung eine Entscheidung. Also links sieht für mich aus, kommt da verbranntes Gebiet. Deswegen möchte ich rechts da eigentlich nicht lang. Würde auch lieber rechts lang. Oh, ich habe eine grüne Pickaxe gefunden. Dafür schmeiße ich 3 Holz weg. Na, gehen wir rechts rum? Jo. Wir kämpfen aber noch. Mist. Ja. Jetzt fällt's um. Ja. Gut. Zombie fällt. Rechts rum. Mein Bein ist gebrochen. Rechts. Was? Was? Ja, echt jetzt? Soll ich den Spind machen? Nee, Heik. Dann nimm die hinter dir, kommt ein Zombie. Also ja. Hat noch Entfernung, aber. Na komm her, Dicker. Oh, da rechts vorbei. Was war jetzt rechts? Achso, Oh. Ii. Da ist was kaputt gegangen. Ja. Ii, hast du ihm den Kopf weggeschlagen? Mhm. Ach komm. Sag mal, hatten die nicht gesagt, dass man auch Körperteile wegballern kann? Hatten sie gesagt, ja. Ja. Oder ist es eher dann mit größeren Waffen, also dass der irgendwie mit der Schrotze dann auf den Arm schießt und dann fliegt kann er weg? Kann sein, ja. Das ist möglich. Ich hätte es gern so wie in, hier, Leben des Brian. Dass er dann so, komm her, mach dich fertig. Du hast keine Arme mehr. Wie geil, Spike klappt, danke. Nice, toll, krass. Bin leider ein bisschen eingeschränkt in meinem Sein. Vorsicht, dicker Zombie. Hat jemand schon... Warte mal. Classic Hammer. Der geht noch. Kann ich noch nicht. Ich hätte übrigens noch eine Lederjacke anzubieten. Wer hat noch keine Lederjacke? Ich hab auch. Wo dann? Ich dachte, deine ist fast kaputt. Okay. Herr Minjas, Sie hatten Fett, ne? Sammeln Sie hier mal das Fett ein. Hab ich. Sehr gut. Dr. Minjas hilft beim Schwabbelbauch, auch in der Apokalypse. Da hinten läuft Essen. Ja? Ah, ein Schwein, okay. Ein Schwein. Ich bin nicht so schnell.
komme nicht so hinterher. Wir müssen noch Kohle finden irgendwie. Ah, Kohle, okay. So, wir müssen dann aber hier gucken, dass wir am Abend wieder zu Hause sind, ne? Es ist 7 Uhr, oder? Wie schaffen wir es? Ich schätze mal. Das hab ich schon mal gehört. Da kommt noch so ein dickes Schwabbelding. Ja, da die Kohle irgendwo. Ah, da. Ich glaube, hier rechts kommt eine Hütte. Nee. Doch, hier ist ein Weg. Nee, doch, nee. Was ist denn da los? Ins Gesicht. Aua, Mama, Mama. Der Mama hat mir ins Gesicht geschossen. Ein Huhn und ich habe kein Messer. Was war das für ein Ton? Das war ein Huhn. Ein Huhn. Ich habe wieder keine Ausdrücke. Ich finde ja diese neuen Zombies echt gut. Ja, hier kommt ein Haus. Und viele rote Blumen. Was machst du mit den Zombie-Minias? Ich mach ein Screenshot. Und hier ist Cola. Was glaubst du denn? Was schmeiß ich da jetzt weg? Hunger habe ich keinen. So, nur verschiedene Perspektiven. Ja. Perspektiven hier, ja, dreh dich nochmal, alles klar. Ich glaube, ich schmeiß mal die Kornseeds weg. Da haben wir so welche zu Hause, oder? Kornseeds. Kornseeds? Ja. Weiß ich nicht. Zu Hause? Kann sein, ja, kann sein. Bin mir nicht sicher. Da oben Hütte? Ist da oben Hütte? Ja, da oben ist eine Hütte. Ist da unten Rechtschreibung? Rechtschreibung haben wir nicht. Ist da unten Grammatik? Das ist übrigens das Codewort, ne? Rechtschreibung. Nee, diese Folge? Das ist ein bisschen, so für diese Folge. Jetzt auch wieder nicht. Finde ich jetzt ein bisschen gemein. Was denn? Es ist eine Fortschritte wieder. Ja, ist doch gut. Die ist ja schon fast inflationär vorhanden. Oh, schön. Wo haben wir eigentlich vorher gewohnt? An der Fortschritte? Vor dem Bunker? Nein. Nee? Oder doch? Ich glaube nicht. Ach nee, wir haben vorher in dem Essensladen gewohnt. Ja. Ach stimmt, auf dem Dach. Und so eine Fortschritte habe ich mit Jorle im Let's Play. Das ist echt sehr praktisch, das Ding. Der Wodan und ich haben auch eine Fortschritte. Der Schribber und ich, wir bauen eine Kirche aus. Oh mein Gott. Und für mich alleine habe ich auch eine Fortschritte. Okay, ja. Ich habe eine Machete. Nein. Cool, nein, nicht jetzt hier. Früher. Zu Hause haben alle Bubensklickers. Ja. Was? Was? Wo seid ihr jetzt hinten? Ich bin in der Hütte. Okay. Ich bin hier im Vollgasmodus und schleiche. Pistolburg und Hunting Knifeburg. Jetzt gucke ich aber erst, ob ich das schon gelernt habe. Pistolburg würde ich gerne. Bitte, bitte, bitte. Nein, ich habe doch so viele Pistolen. Leg's wieder rein. Aber schon Animation. Hunting Knife kann ich noch nicht. Animation hier, Ammunition. Bitte, bitte. Ja, weil du so freundlich sagst, komm. Bitte, bitte. Komm her, komm in die Hütte, kriegst du den. Ja, es kann noch eine Stunde dauern, bis ich da bin. Ja, also nicht, lerne ich jetzt, hast du Pech. Da Pech gehabt, ne? Die irgendwie, das Zeug, dieses Weiße, ja. Den Schnee der Erde. Den Schnee der Erde von Potassium. 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 Haben wir im Kühlschrank. Nee, ist alle. In irgendeinem Küchenschrank meine ich. Alle. Hast du weggemacht, ja, alles. Hast du weggemacht. Hast du weggemacht. So. Sammel noch mal ein paar rote Blumen. Ich mag nie in die Toiletten gucken. Irgendwie ekelt mich das an. Ja, das Geräusch ist auch. Wieso, was ist denn los? Wow, wow, Zombie. Hallo, Zombie. Na? Ah, Alter, puh. Will er mich verarschen. Puh. Dieser Kopfwackler-Typ, ey. Wir sind schwierig zu treffen. Wow, ne? Ich hab ihm den Kopf weggeschossen. Ein Schuss und tot. So, jetzt hab ich, glaube ich, 5 Zombie-Kills. Im Gesamten? Ja. Tatsächlich. Notwehr. Nee, 8 hast du. 8. Pazifist. Nee, Level. Was ist denn nur? Zombie-Kills. 30. Doch, du hast 5. Wahnsinn. Krass, ne? Du bist echt also das Haus leer. Ich bin voll der Killer. Nimm mal noch Kohle mit für Fleischhammer. Ich hab noch welche gefunden, aber ja. So, jetzt habe ich einen mehr. Ach shit, ich hab keinen Platz im Inventar. Hier ist Fett drin. Fett. Los, Fett holen. Fritteusenfett. Nee, ich hab da kein Interesse mehr dran. Oh, dann drehst du dich voll.
Was? Das ist nicht voll. Oh Mann. So redet sie immer mit mir. Ja, du hast nicht einfach. Wo ist denn jetzt das Schwein hin, verdammt? Nein! Übrigens, beim Let's Play mit Jorla hat sich bei uns die Kohle gedupt. Ja? Ja, ja. Bei uns auch letztens das Holz, oder nicht? 1300. Ja. Ah, super. So was ist echt gemein. Also, das Eisen nee, nicht hat gemein, sich bei uns auch gedupt am Anfang. So, in welche Richtung laufen wir jetzt? Wo dann? Wo dann? Was? Jetzt, ich bin da. Das Buch nochmal. Also hier. In dem Buch. Ich, ja, warte, wo dann? Jetzt nimm, drück mal ganz. Dattel mal E. Dattel mal E. Ja. Hast du? Denke schon, ja. But Jackie, E-Dattel. Jackie, konzentrier ja, dich, mache, E-Dattel. Mache. Konzentrier dich. Geil. Meine Messer ist innen voll. Gehen wir die Straße weiter. Geil. Gehen wir die Straße weiter, Jungs. Ja, klar, klar, klar. Machen wir. Sollten wir nicht den Weg nach Hause antreten? Zurückrennen? Der ist relativ weit. Einfach können wir machen. Quer durch. Okay, mal sammeln, dann gibt's Bier für jeden, wer noch keins hat. Bier? Oder? Ja. Hast du Bier? Bier habe ich. Ich habe Honig. Nee. Hast du Bier? Bier habe ich nicht, ne? Aber ich könnte noch nicht mehr trinken. Ich habe Bier, danke. Bier. Ja. Ich habe auch Bier. Wo dann? Ja. Edran? Habe ich. Bestimmt. Gut, rennen wir zurück? Bestimmend. Laufen wir einmal quer, ja? Ja. Okay. Na los. Über ein Nice Bus hier. Yeah. Aber ist nicht erst Tag 7, 0 Uhr? Nice Bus. Nice Bus. Okay. Ja, weil. Das ist nochmal Kohle. Oh, die machen mich fertig. Find mal lieber Potassium hier. Muss man eine Höhle finden. Die Höhlen bestehen ja nur noch aus so Fragmenten. Mhm. Müssen wir eine Höhle finden, ja? Ja, gut, da gibt es die Stalagmiten, Stalaktiten und so. Die bestehen ja aus Potassium. Steh schon auf ihm drauf und treff ihn nicht. Ich treff ihn auch nicht, diese scheiß Rasen. Und das? Ins Gesicht. Die sind echt fies geworden, gell? Ja. Und Stein. Oh, nice. Ich verdient halt mir den. Ah, da vorne ist Minjas. Hier unten geht ja die Straße weiter, sehe ich gerade. Nee, ach, das ist die, wo wir hergekommen sind, okay. Mal rauscrollen. Boah, da haben wir einen ganz schönen Weg, du. Ist ja ein Dipti? Ah, die kommt jetzt auch. Au, oh, Bauenscheife, oder? 139, wie kann der das? Steht jetzt nicht. Die sind nicht so schnell. Ja, ist halt echt fies, ne? So ein Knochenbruch. Ja. Das jetzt Anteilnahme, oder was ist denn? Ein bisschen. So, mal ja, komm, wir können dich töten, Minuten, oder? Ja. 13 Minuten. Nicht so schlimm. Ja, wir können dich ja erschlagen, dann. Kann dich erschlagen, Freund. Ich kann dich erschlagen. Naja, dann wäre das Bein, der Beinbruch nicht mehr. Ist alles kein sicher, das ist kein Problem. Du bist zu Hause. Ja. Nochmal. Kann siehst du nur die Vorteile, merkst du? Ich hab gleich einen Vorteil. Ja. Ich mache das. Warum rennen wir eigentlich schon zurück? Ich verstehe es nicht. Naja, nicht. Weil wir so einen langen Weg nach Hause haben. Hast du gesagt, ja. Das hat Jackie gesagt. Ich hab die Arsch gesagt. Und die kommen am Tag 7, 0 Uhr. Das heißt noch 2 Tage. Wir haben weißt Tag 6. Dann mach doch, mach ja? Ich geh nach Hause. Ich Tag 7, 0 Uhr kommen sie. Da ist eine Hütte. Ich mach das auch. Ach, da waren wir vorhin, oder? Ja, da waren wir Wetten vorhin. Wir am Boden graben. Was zu tun. Ah, oh, da ist so eine Schreitussi. Ja, okay. Glaube ich. Deputy, okay. Ja, in den Spitzen ist sie. Oh, nee, die ist in der Hütte, die ist in der Hütte. Hat sie sich verheddert? Hat sie schon geschrien? Ja, jetzt ist sie tot, glaube ich. Nee, okay. Zombies spawnen. Oder willst du eine Jeans haben? Eine Jeans, ja, die ist gut. Okay. Du legst sie in den Baumstamm rein. Ja. Ja. Die hat Kornmehl einstecken, das ist mir gerade mal egal. Jeans, cool, okay. Oh, schwierig. Ich war 30 Meter weg, du Penner. Wo kommen... sind die denn? Ah, dahin. Verbranntes Gebiet, ich mag's ja nicht. Oh, Level 100 Boots. Nee, nicht aufstehen. Eine grüne Pistole in der Toilette. Fuck, was werf ich weg? Hier kommt ein Zombie. Ich komme, Minjas.
Eine Toilette ist auch noch drin, fuck. So, die Krankenschwester müssen wir unbedingt untersuchen, nicht, dass die einen Beaker dabei hat. Du es. Okay, warte mal, was werfe ich denn jetzt mal weg oder was scrap ich denn? Verdammt. Scheißegal, irgendwas. Du musst die Pistole nehmen. Mhm, ist jetzt ich weiß. Tot? Ich mach die 8 Holz weg. 8 Holz. Nee, die hat nichts einstecken. Shotgun Shortstock, den mach ich weg, oder? Der ist grau. Ja, ja klar. Dann, ja. Erlaubnis erteilt. Okay. Pistole grün, Hälfte. 345 hat sie die Pistole und ein Schuss Munition. So, ich guck mal. Oh, dann komm mal her, ich hab da so eine Idee. Nein. Ich hab da eine Idee. Ich trinke jetzt noch ein Bier und dann renne ich zurück. Und nach mir die Sintflut. Der Airdrop ist gerade. Airdrop, ich sehe einen Airdrop. Wo? Ich hab gerade. Shit. Das ist echt fies, gell? Man muss immer hochgucken. Das ist scheiße, dass man den nicht mehr hört. Das sollten die mal langsam patchen. Aber sag mir mal, wo? In unserer, Richtung, da, ich sehe ihn. Südosten. Richtung nach Hause. Ja, tatsächlich. Die like da. Okay. Minja, siehst du ihn? Nö. Ah, doch, jetzt sehen. Ist er aufgeblitzt. Okay. Bis die Kette nichts sagen sollen. Airdrop. What you gonna do? Okay. Mach hier den Hasen. Spring's einfach. Ja, springen geht. Wenn man genau drunter steht, kriegt man am meisten Minias. Ja, genau. Ich kann mich erinnern. Immer wieder der gleiche Witz. Immer wieder. Ihr könnt es nicht lassen. Es hört nicht. Niemals nicht. Hört's auf. Niemals. Aber niemals. Wir haben noch gar keine Kakteen gesehen. Nee, niemals. Okay, nee, haben wir noch nie gesehen, nee. Keine Kaktussen, verdammt. Also, ich kann Sledgehammer. Jetzt. Und ich kann die 7-6 Munition herstellen. Nein, Serendipity. Was denn? Ich will da reinkommen. Unten ist ein Haus. Ist ein Haus, wo dann? Ich hab jetzt auch Quality gerne, Joe. Aber was soll ich denn jetzt sagen? Ich hab Quality Joe. Ich auch, aber auch Quality Joe. Ah, ich hab deine Mutter hatte schon Quality Joe. Was? Ach, halt doch echt, Mädchen. Hier ist ein Hirsch. Direkt vor mir. Knall ihn ab. Warte. Komm her, Hirsch. Geh mal den Kopf hoch. Danke. NYPD. Nerven den Junkies, piss ich auf das Dach. Ich habe aber keinen Platz im Inventar, also mir bringt das nichts. So, okay. Jackie, willst du mir hier bei der Kohle helfen oder läufst du weiter? Ich laufe weiter, ich habe nämlich Kohle in der Tasche. Ja. Gut, reicht ja aber, ne? Ich möchte so unbedingt. Da kommt was Brennendes, Minjas. Bei mir rein? Nö, erstmal die Treppe. Ach nee, erst wenn es drin ist, brennt es. Hier ist dieses Haus. Da kommt ein brennendes Schwein. Ja. Moment. Das Schwein flüchtet in die Bude. Das Schwein flüchtet immer raus aus der Bude. Halte es auf. Wieso meinst du, die Hütte geht jetzt in Flammen auf? Nimm's auseinander. Jawohl. Das wäre so witzig. Das wäre echt cool. Warum? Wenn das Schwein die Bude entzünden würde. Ja. Das wäre der. Wenn die Bude brennen könnte, so. Super. Was? Du kannst 500... Okay. Oder ich guck mal kurz unten. Ja. Okay. Shit, hier ist ja noch ein Tresor drin. Wer macht mir ein Tresor auf? Gleich, Moment. Das Schwein muss bluten. Nochmal ein Ledermantel. 165er Ledermantel hier unten. In dem Der bietet Tisch. Mehr. Ja, nochmal Kohle. Was machen die denn da unten? Was macht denn hier für ein Krach? Ja, das sind die zwei Idioten, die da die Bude ein. Oh mein Gott, hier kann... Oh, hab ich jetzt erschreckt. Ganz ehrlich, ich finde den Airdrop nicht. Wir haben den doch schon leer gemacht. Ist nicht wahr, ehrlich jetzt? Ja, wurde noch leer gemacht. Gesagt, er hat doch einen Sledgehammer und hat eine 7,62 Munition. Eigentlich hört nur Jack nicht zu, kann es sein? Ja, es könnte. Wo dann hast du Quality Joe? Nein. Warum machst du das Ding auf? Ja, warum denn nicht? Ja, weil das viel besser ist, wenn Mias oder ich das Ding aufmache. Ich bin gestunt. Ja, warte. Oh, ich brenne. Na, komm. Gib's hier Wasser. Ich brauch Wasser. Ich renn einfach schnell ums Haus. Vielleicht höre ich dann auf zu brennen. Das klingt gut, mach weiter. Was? Das klingt gut. Ja. So, ich hab gleich die Tür auf, dann müssen wir den Tresor zum Ende der Folge noch aufkloppen. Dann ist dead. Ich hab Quality Joe, gell? Ihr müsst mich ranlassen. Ich muss gar nichts. Das interessiert niemanden mehr. Das interessiert niemanden.
Schieße. Meinst du, das interessiert niemanden, dass man mal Quality Jaw, dass man bessere Sachen looten könnte, Jack? Ich glaube, es interessiert niemanden. Echt? Mir ist auch schon aufgefallen, dass es niemanden interessiert. Das finde ich nicht gut. Ich habe eine blaue Pistole gefunden und 4 Schuss. Ich glaube, ja, das dann, interessiert jemanden. So, ich mach mal den Nagel weg, da können wir neue herstellen. Wer kloppt mit? Und dass ich da bin, dauert eine Stunde, ich komme aber. Mhm. Oh, fuck. Was schmeißen wir jetzt weg? Dann fange ich schon mal an zu kloppen. Für die Zuschauer ist jetzt besonders spannend. Tresor einschlagen 2000. Hat letztens auch jemand geschrieben. Selbst der hat sich einen Klopfsimulator entwickelt. Ja. Wisst ihr noch die Zeiten, als man Tresor auf Zeit geknackt hat, was ja realistischer wäre? Wisst ihr es? Die Zuschauer wissen es. Die wissen das. Die es gab Zeiten, wo man noch ein Tresor mit Geduld und Spucke. Oh, ich muss meine Axt reparieren. Geduld und Spucke. Ja. Ja, bleib schon mal. Wir sind bei 21 Minuten. Ja, ich sage herzlichen Dank fürs Zuschauen, meine Damen und Herren. Und schön war ich. Ich habe ein Feldlager gewesen. Gefunden. Ach, da ist er schon. Mit diesen das ist aber auch Standard, oder? Dass ihr reinredet. Ja. Ja, Entschuldigung. Ich würde einfach weiterreden. Ich dachte, ich bin zum Ende noch im Feldlager, aber da steht schon die Fleischpalte drin. Na ja, klar, du musst ja irgendwas looten wenigstens. Ja, ja. Mhm. Hast du Quality Joe? Alter Geier. Ich hab Quality Joe, glaube ich. Das ist ja krass, dass du nach Hause. Quality Joe hast. Ja, ihr Lieben, ihr wisst Bescheid, die Folge ist vorbei. Wir sehen uns dann am Dienstag wieder. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Lasst uns einen Daumen oben da. Ansonsten schaut doch mal bei Rodan rein. Da ist wahrscheinlich nichts zu sehen, weil der lootet nämlich. Nee, ich schlag mit dem Tresor. Den Leuten vorbei. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss. Das haben wir ohne Freude. Tschüss. Tresor ist gleich offen! Tresor ist gleich offen! Das ist vorbei.